Wegen der Autos können wir uns eine Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde gut vorstellen. 1 Meter pro Sekunde. Wie viele Kilometer pro Stunde sind das? Wir starten also von 1 Meter pro Sekunde. Das bedeutet 1 Meter pro eine Sekunde. 1 Meter, das ist ein Tausendstel von einem Kilometer. Und eine Sekunde, das ist ein 3600stel von einer Stunde. Denn in jeder Stunde stecken 60 Minuten und in jeder Minute stecken 60 Sekunden. Also in einer Stunde stecken 60 mal 60 Sekunden, das heißt 3600 Sekunden. Eine Stunde enthält 3600 Sekunden, das bedeutet, dass eine Sekunde ein 3600stel von einer Stunde ist. Und somit finden wir als Geschwindigkeit dieses Produkt, denn um diese Zahl durch diesen Bruch zu teilen, müssen wir diese Zahl mit dem Kehrwert von diesem Bruch multiplizieren. Und somit finden wir heraus, dass 1 Meter pro Sekunde 3,6 Kilometer pro Stunde entspricht.